Willkommen zurück zu Die Fugger 2 mit dem Captain. Und wer die letzten Male mitgeschaut hat, wird jetzt sehen, dass sich dieses Spiel, ja, dass mich dieses Spiel doch an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Denn meine schönen Truppen, die ich so zusammengestellt hatte, haben versagt und haben diese Burg nicht eingenommen. Und gleichzeitig durfte ich mir jetzt auch noch die letzten Texte anschauen, was alles schiefgegangen ist zusätzlich. Indem ich Geld zahlen musste, Salztransport fehlt, dann wurde ich da, wurden keine Überfälle gemacht. Okay, das mit den Gefangenen ist nicht so problematisch. Und zusätzlich dann, Martins Saboteure legen auch noch Bomben an die Burg Waldenfels. Das darf man auch noch reparieren. Versteigerung ist egal. Und dann noch, die Belagerung von Gronsbach wird durch Graf Martin, den Großkanzler, weiterhin durchgeführt, gerade Gronsbach, wo meine Stätte ist. Ja, ich bin Kanzler einer Grafschaft und habe immerhin ein bisschen Geld noch gekriegt, dass ich jetzt wieder ein bisschen was aufbauen kann. Denn das war etwas teuer auch, der Angriff. So, die Gewürze verkaufen wir jetzt aber mal direkt. Denn ich brauche das Geld. In der Zwischenzeit kann ich mal die ganzen Wagen reparieren. Ja, noch einen Wagen hatte ich vergessen. In Gronsbach kann ich auch alles direkt verkaufen. Ach so, genau. Fürstenbrück ist ja auch belagert worden. Deswegen habe ich auch alles verkauft hier. Und jetzt hier Salzlieferung. Gleich beide Lokationen werden hier von den Gegnern belagert. Ich kann kaum richtig Geld machen. Ich habe jetzt zwar immerhin 208.000, aber das ist dem geschuldet, weil ich so viel jetzt direkt verkauft habe. Ich hätte mehr gehabt, wenn ich, ja, wenn ich exportieren könnte. So, und jetzt sieht man mal, was passiert ist. Ich versuche hier gerade einzustellen, aber nur das Überwachen einzustellen, weil angreifen kann ich jetzt wohl nicht mehr. Die ganzen blöden Räuber, ja, die mussten natürlich, ja, die mussten natürlich, sich abschlachten lassen an der Burg. So, jetzt wieder die Kasematten und die Sicherheit auffrischen, das kostet auch wieder Geld. Jetzt wieder Geld investieren in Werber, damit wieder neue Leute kommen. Das gleiche bei der anderen Burg. Zwei Söldner sind nur noch da, drei Musketiere, aber 28 Kanoniere. Ja, wenn ich das jetzt sehe, wie viel Kanoniere ich da habe und wie viel andere, also da stimmt's dann schon, was der Kommentar im Forum war. Ich hätte irgendwie die Kanoniere austauschen sollen und durch andere ersetzen sollen und vor allen Dingen mehr Moral schaffen sollen, damit sie nicht beim ersten Blutstropfen davonlaufen. Naja, jetzt ist aber der Krieg richtig ausgebrochen und ich sage euch, ich will Rache. Dieser Großkanzler Martin, der muss da weg. Der stört nur und vor allen Dingen sorgt er dafür, dass auch er jetzt ständig mich angreifen tut und mir richtig Aua macht. Mein schönes Geld und die tollen Belagerungen, die er da macht, das Gronsbach, ist nicht eine gut. düstere Gestalt sucht das Land heim. Sie Ja, trägt zusätzlich die zur Pest Belagerung kommt in jetzt auch noch jedes eine Haus Pest nach und jeden Gronsbach. Hof. 10 Menschen sterben an der Pest. Das ist ein bisschen wenig für die Zeit, wo eigentlich Pest war. Und Teile meiner Niederlassung fallen der Pest zum Opfer. Super, die nächste Negativwelle. Eine Negativnachricht nach der anderen. Ja, Großkanzler saniert seine Burg. Wunderbar, da kann ich dann wieder gegen die fette, ausgebaute Burg anrennen. Jetzt schwärzt er mich auch noch an. Die Belagerung führt er auch noch durch. Das ist schon ein großer Gegner. Und wir gehen in die nächste Runde. 1667. Immerhin 106.000 Exporte. Ja, ihr seht, ich klicke hier ziemlich schnell jetzt durch, denn ich bin schon ziemlich brastig, muss ich ehrlich sagen. Dieses Spiel hat mich sonst nicht solche Nerven gekostet und jetzt sowas. Ja, große Belagerungen hier. Die Wagen sind alle repariert. Und jetzt meine Exporte. 1000 Salz exportiert, immerhin. Die Wagen können repariert werden. Und auch noch 1000 Pfeffer.
und die Wagen können auch repariert werden. Zum Glück habe ich so ein großes Imperium mit, also Imperium würde ich jetzt nicht sagen, nein, 4 Standorte, dass ich zumindest noch an 2 Standorten jetzt exportieren kann, sonst würde ich überhaupt kein Geld machen. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon von letzter Runde zu dieser Runde gerade mal 30.000 plus gemacht. Das ist zu wenig, als dass ich dauerhaft hier das mit den Werbern und so durchhalten kann. Ja, hier sind auch neue Leute dazugekommen. Natürlich wieder ein Haufen Kanoniere. Also ich habe es noch nicht herausgefunden, wo ich jetzt nun ganz genau diese Kanoniere rausschmeiße, die zusätzlichen. Naja, ich werde es dann auch lassen und ich werde jetzt einfach so viele Leute zusammensammeln und einfach eine riesengroße Geldschlacht jetzt machen. Säbeltal, ja, komm, Säbeltal. Da muss ich doch auch noch was machen. So. Nee, verkaufen tue ich es nicht. Wir haben hier genug Leute drin. Können wir mal was zusammenstellen. Grafschaft Auntal plündern. Genau, mit den Leuten, die da drin sind. Es ist zwar nicht so viel, aber man kann vielleicht ein bisschen was an Bestechungsgelder abdrücken. Die Tarnung können wir auch nochmal schnell ausbessern. So, 4000 dafür. Kasematten müssen wir auch nochmal ordentlich kaufen. So, wunderbar. Und noch Werbegelder ausgeben, damit dort noch mehr Leute reinkommen. Ja, 3 Burgen, 2 Angriffe hintereinander gescheitert. Das ist nicht schön. So. Und wem gehören die alle? Wir machen mal Kaufinteresse überall ran. Das gehört immer noch Graf Martin. Der will ja nicht, ne? Der soll mir einfach seine blöde Burg verkaufen, dann ist Ruhe. Gut, gehen wir weiter. Kanzler von Auntal. Kriegen wir ein bisschen Geld, ja, irgendwas, ja, nichts Besonderes, ein kleines Schmuggelgeschäft, ein bisschen Kleinvieh macht auch mit. Okay, das Glück scheint sich ein bisschen gewandelt zu haben. Ich habe jetzt endlich wieder auch ein paar Positiveffekte. Da auch wieder 34 und 69 Räuber angeheuert und bei dem anderen sind 150. So, was passiert jetzt? Erzbischof Balduin enthebt Udo. Eine Lawine bricht über die Stadt herein. Der enthebt. Weite Teile der Stadt werden verschüttet. Okay, was hier? Eine Lawine in der Stadt. Ja, das bedeutet wohl, viele Leute gehen drauf und der Reichtum wird geschmälert, weil der Marktplatz weg ist. So, was ist das? Ach so, nächstes Jahr gibt es die Versteigerung. Und jemand hat Henkerswald gekauft. Ui, ganz schön teuer. Nachwirkung in Kronzbach noch von der Pest. Und die Belagerung hält aber noch an. Ja, dafür wird der Erzdiakon gewählt nächste Runde. So, jetzt schauen wir mal. Erzdiakon ist doch eigentlich nicht schlecht. Wie viel Geld haben wir gemacht? Wir haben jetzt 180.000. Okay. Gucken wir mal, wie viel Geld wir jetzt noch machen können, indem wir den Kram verkaufen. Ja, 232, jetzt sind wir wieder genau da, wo wir letztes Jahr auch waren. Ja, 234. Und 100 noch mehr exportieren. 235.000. Gut. Also zumindest komme ich auf das gleiche Geld wieder. Und wenn ich irgendwas ausgebe. So. Die Räuber. Jetzt sehen wir erstmal Henkerswald. Thomas, Inquisitor in Mittellande. Okay. Franz, der Kanzler. Hohenfels, Großkanzler. Mhm. Großkanzler, Graf Martin. Unser Feindbild Nummer 1. Gleich mal dem Inquisitor nochmal ein Kaufinteresse geben. Und da ist Vera. Ja, gut. So, da sind wir doch schon mit unseren neuen Leuten.
Und nochmal Werber. Es müssen einfach noch mehr Leute kriegen hier. Hier fehlen mir auch noch welche. Also, nochmal Leute anheuern. Und nochmal Leute anheuern. Und wie sieht's hier aus? 27, 29, 56, 38. Ja, das sind, glaube ich, 150. 86, 94 und 46, 56. Ja, passt. Das sind genau 150. Okay, die eine Burg ist voll. Die Moral der Kanoniere ist schlecht, ja. So, soll ich jetzt schon das Geld ausgeben, um die Moral zu steigern? Wie sieht's bei den anderen aus? Der hier braucht nochmal ein bisschen Geld, damit ich... Ja, damit der aufgefüllt wird. Bei dem fehlen nämlich noch sehr viele. Ja, verklickt. So, Säbeltal, komm, auf die Höhle. So, und bei Säbeltal fehlen auch noch welche. Da muss auch noch mal ein bisschen Werbegeld draufgedrückt werden. Damit das voll wird. So, jetzt habe ich nur noch 180.000. Das ist ganz schön... Moment. Ich hatte das jetzt fast vergessen hier. Da, der Erzdiakon ist frei. Der wird vom Erzbischof bestimmt. Genau. Damit komme ich auf Landesebene. Franz und Waldemar wollen auch da drauf. Okay, nein, ich will aber Erzdiakon werden. Ich will jetzt endlich auf Landesebene, nicht auf Grafenebene. Damit ich auf Augenhöhe zu dem großen Graf Martin komme. Also, bestechen wir doch den Erzbischof hier. Nochmal nachgucken. Macht er das auch wirklich? Ja, der Erzbischof macht das wirklich. So, bestechen wir den. 40.000, nee, 30.000 reichen. Ja, der Balken ist fett genug. Wenn das passt, dann passt's. Wenn nicht, dann passt es nicht. Oh, und was ist das? Irgendwo in einer Flusslinge? Laubriese, Schleige, Wasser... Dieses Matrosen verzehren. So, ich... Meine Räuber sind endlich mal dabei und können jetzt Lisas Waffenlieferung angreifen, damit wir was haben zum Erbeuten. So. Lisa bietet mir 19.000 Taler an. Das ist sehr schön. Ja, das nehmen wir doch mit. Ja, das machen wir doch glatt. 19.000 ist für nichts tun. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt Kosten 133, das müssen wir uns merken. Kanzler kriegen wir ein bisschen was. Und Burg Seefels und Waldenfels kriegen wir auch ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Eher nicht ausschlaggebend. Okay, aufgrund meiner Konversionskünste steige ich. Dann 102 Räuber für die Machenschaften, 68 Söldner und 98 Söldner wurden... Ja, machen wir Grafschaft und Auental. Okay, gut. Kommen wir zur Ernennung ins Amt des Erzdiakon und wir werden es. Jawohl, jetzt sind wir endlich auf Landesebene und wir sind Erzdiakon. Und das bedeutet, wir zahlen keine Kirchensteuer mehr. Das ist ein unheimlicher Geldvorteil, weil durch diesen Geldvorteil kriege ich es hin, noch ein bisschen mehr Geld zu bekommen. So, und was ist das jetzt hier? Jetzt wird mein nächstes Räuberlager angegriffen, oder was? Nee, es bleibt verborgen. Ach, der elende Graf Martin. Das ist doch nicht zu fassen. Von seiner einen Burg da macht der einen Riesenaufstand und greift mich jetzt überall an. Meine ganzen
meine ganzen Räuberburgen. Was gibt's denn wenigstens bei der Versteigerung? Irgendwas Sinnvolles? Nee, nicht wirklich. Also weg damit, da machen wir nicht mit. Wir haben sowieso kein Geld für solchen Tand. Wir haben jetzt nur noch ein Ziel. Großkanzler Graf Martin muss vernichtet werden. Also, schnell durchklicken. Hier, der belagert und belagert und belagert. Und jetzt das Schöne, als Erzdiakon kriegen wir auch noch 17.000 Geld aus Ablassverkäufen. Das ist deutlich mehr, als wir als Kanzler kriegen. Als Kanzler haben wir nämlich nur 2.200 bekommen. Ja, und jetzt hier kriegen wir wenigstens mehr. So, Exporte liefen auch gut. Damit haben wir doch ordentlich Geld schon. Und jetzt noch den Pfeffer verkaufen. Ja, und weg damit. Sind wir doch schon bei 200.000. Und wir gehen jetzt mal auf die Waffenproduktion ein, weil irgendwie der Pfeffer, der ist immer so wenig. Bei den Waffen habe ich irgendwie mehr und die Waffen kosten genauso. Da kriege ich irgendwie mehr raus. So, den Pfeffer auch verkaufen. Das Salz geben wir nach Finsterwalde wieder. So. Gut, 225.000 ist schon weniger als beim letzten Mal. Man sieht schon, wie die ganze Soldatentuerei hier mich richtig viel Geld kostet. So, jetzt haben wir die Soldaten. Das ist jetzt eine 30, 30, 50, 60, 30... vollbesetzte Burg. Gut, die ist vollbesetzt. Wie sieht's mit denen aus? Die war vorhin schon vollbesetzt. Die war schon vollbesetzt und dann... Ja, jetzt hier mit den... Räubern. Ja, 41 Kanoniere. Ja, gut. So, jetzt überfallen wir... Hohenfels heißt sie. So. Und eine Burg. Überfallen. Hohenfels mit allen Leuten. Seefels. Überfällt auch Hohenfels mit allen Leuten. Moral ist schlecht. Moral dann jetzt mal ordentlich... erhöhen. So, mäßig, mäßig. Das wird teuer. Ich sehe es jetzt schon, wie das runtergeht. So, akzeptabel. Ja, das muss jetzt klappen. Die Moral hat... muss... ja, gut ist prima. So, akzeptabel. Durchschnitt. Ausgezeichnet. Gut. Ja. Und nochmal einmal. Zack. Und nochmal. Zack. Sieht's aus. Akzeptabel. Akzeptabel, ausgezeichnet, gut. So, ich denke, das passt. Genug Geld ausgegeben. Nächste Runde. Und Manöver durchführen. Zack, zack, zack. Ja, das wird teuer. 169 Tonnen nur noch, 167, 160, 58. Gut, dass ich die Kirchensteuer nicht zahle. Durchschnittlich. Ja, da muss noch ein bisschen nachgelegt werden. Zack. Und gucken wir nochmal. Durchschnitt. Gut. Ausgezeichnet. Akzeptabel. Ja, machen wir nochmal. Durchschnitt. Durchschnitt. Achso, der hat es mir angezeigt. Ja. Vorbildlich. Na gut. Mehr Geld rausschmeißen wäre schlecht, deswegen. Wie sieht's da aus? Nicht die Werbegelder. Moral. Hier, bei den Räubern. Komm, auch nochmal Geld. Bombenleger. Räuber.
Räuber, Räuber, Bombenleger, Kanoniere, Räuber, Räuber, Schützen, akzeptabel. Und gut, so, ausgezeichnet, gut, akzeptabel, akzeptabel, na, das passt doch. So, jetzt habe ich alle eingestellt, dass sie ihn da angreifen sollen. Jetzt habe ich so wenig Geld, dann verkaufen wir jetzt das ganze Zeug, was ich exportieren wollte, damit ich zumindest ein bisschen Geld habe. Da wird jetzt nichts exportiert. Da habe ich nämlich 158.000. Na, mal gucken. Was hatte ich vorhin gesagt? 133.000 ist das, was ich bezahle. Ah ja, wenn ich mal einen Medikus konsultiere, sehe ich auch, dass mein Leben bald zu Ende ist. So, Tag der Wahrheit, Großkanzler Martin, jetzt hauen wir dir auf die Fresse. Einmal richtig schön drauf. Der hat da schon wieder so einen Riesenhaufen Truppen. Und einmal draufgekloppt. Und wer ist noch dabei? Captain der Zweite. Wir könnten Franz bestechen. Nein, wir bestechen niemanden mehr. Ich habe kein Geld zum Bestechen. Keiner schließt sich einzugreifen. Die anderen Truppen sind sowieso alle so schlecht. Die helfen mir sowieso nicht, wie ich es gesehen habe. So, jetzt kommt... Martin hat noch andere Leute gekriegt. Und Escape drücken, dann geht der Kampf auch schneller. Schön den Zeitraffer. Na, bin ich jetzt hier schon wieder am Verlieren, oder was? So viele Rote sind es doch aber auch nicht mehr. Los, Bombenleger! Macht mal was. Ja, damit sind alle meine Kanoniere nicht mehr da. Die anderen hauen aber irgendwie ab. Ja, okay. Wir sind zu wenige, als dass die Burg jetzt uns gehört. Wir haben nicht eindeutig genug gesiegt. Wir haben aber auch ganz schön viele Verluste wieder. Na gut. Und 52.000 darf ich den Leuten zahlen für den Angriff. Gut. Ab zum zweiten Angriff auf Hohenfels. 2 von 3. Jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen, Graf Martin. Sattel schon mal die Pferde, dass du wegkommst. Also wenn ich eins hasse, dann dieses Spiel mit diesen Schlachten. Vera entscheidet sich nicht teilzunehmen. So, und da habe ich jetzt nochmal richtig viele Leute, wenn man sich das anguckt. Und er hat nicht mehr so viele. Man sieht es jetzt auch schon, wie viele Kanoniere er da hinten hat und normale Truppen. Und die Hilfe von seinen Hilfstruppen hat er auch nicht mehr. Die kamen nämlich das letzte Mal von oben dazu. Da sind jetzt auch nur noch ganz wenige. Das heißt, nach oben ist jetzt gleich vorbei. Nur noch der eine abschlachten und dann... Ah, der verzieht sich schon. Gut, ja, bisher. Ja, blaue Eroberung, das ist gut. Die Kanoniere ganz oben sind auch schon weg von ihm. Bisher sehe ich nichts mehr von ihm, von Truppen großartig. So, ist eigentlich fast alles nur noch blau. Dann jetzt noch... Ja, und die Bauern werden auch gut beschossen und... Ich schätze mal, damit ist es jetzt zu Ende. Das war eindeutig und die Burg gehört jetzt mir, endlich. So, Großkanzler Martin. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Jetzt musst du erstmal wieder ein Lager kaufen. Und da mir 4 Stück von den 7 gehören, ich verkaufe dir garantiert nichts mehr. Das war's jetzt.
Jetzt kannst du auch noch abdanken, dann kann ich jetzt demnächst Großkanzler werden. Ich hoffe, du hast genug Geld bezahlt. Ich habe nämlich genug Geld bezahlt, noch 62.000. Oh, und das ist jetzt natürlich unschön, was der Computer macht. Er greift jetzt die Burg an, obwohl er weiß, dass die mir gehört jetzt. Ja, dann muss ich mich wohl selber bestechen. Dann besteche ich mich mal selber. Nein, nicht niemals, ich gewinne. Ich muss mich selbst bestechen. So. Ja, Gnade vor Recht ergehen lassen. Gut. So, minus 92.000. Minus 91.000, da hilft auch noch diese Kleinigkeiten, die ich jetzt hier habe, nichts. Minus 90.000. Ja, und jetzt wegen meiner Verschuldung. Jetzt Transportmittel, Lagerraum, meine Burg weniger. Parks und Ländereien. Jetzt habe ich minus 32.000. Oh, und jetzt? Jetzt kommt der Prozess, ob ich in den Schuldturm gehöre oder nicht. Er hat mir schon 1000 mögliche Sachen gepfändet. Jetzt alle mal bestechen schuldig. Und... Schuldig. Schon zweimal schuldig, dreimal schuldig, viermal schuldig. Nicht schuldig. Schuldig. Fünfmal Mist. Schuldig. Mist. Schuldig. Sechsmal. Schuldig. Oh je, ich glaube, das war's. Siebenmal ist, glaube ich, Mist. Einer schuldig. Zu viel. Damit komme ich jetzt in den Schuldturm. Gut, das Wesentliche ist erreicht. Wir haben den Kampf gegen Großkanzler Martin gewonnen. Um den Preis, dass wir in den Schuldturm kommen und quasi fast unser gesamtes Vermögen verloren haben. Ja, irgendwas Besonderes hier noch? Leinwohner statt Werkstatt. Da. Nee, nichts Besonderes. Aber jetzt hier noch. Ja, gerade haben wir Großkanzler Martin besiegt. Jetzt ist er in die Stadt Kronsbach eingedrungen. Hat sie jetzt erobert. Die Belagerung konnte nicht aufgehoben werden. Das hätte ich zum Beispiel auch machen können, die Belagerung entsetzen, aber das ist auch sauteuer. Und bei der anderen Stadt, Fürstenbrück, da ist er auch rein. Super. Und da habe ich halt auch einen Wohnsitz. Und dementsprechend sind wir jetzt auch schon im Jahr 1670... Und ja, im Jahr 1670 machen wir dann weiter beim nächsten Mal, sagt dann der Captain.